Saison uns als Verein total auszeichnet, dass wir auswärts so stark vertreten sind, war gestern schon wieder zu sehen. Aber ansonsten geht es in der Vorbereitung ja immer darum, eine Grundlage zu legen, auch für eine erfolgreiche Saison. Und das hat dann mit vielen Inhalten zu tun, die man vermittelt an die Mannschaft. Taktischer Natur, aber vor allem halt auch körperlicher Art und Weise. Und ich glaube, dass wir da insgesamt eine gute Grundlage geschaffen haben. Anders als in der Vorsaison ist es sicherlich so, dass bei uns noch ein bisschen Bewegung auch im Kader sein wird. Der eine oder andere wird in der Zukunft, der vielleicht noch der eine oder andere geht, das weiß man nicht genau. Aber wir sind, was diese Themen angeht, dieses Jahr ein bisschen später als letztes Jahr. Einfach deshalb, weil auch wieder Veränderungen anstehen und Veränderungen auch gewünscht sind, aber auch der Verein hier und da auf einer angewiesen ist. Und insofern wird es dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen später noch die eine oder andere Veränderung geben und dann auch dazu führen, dass wir sie in den ersten Spieltagen immer noch mal die ein oder andere noch integrieren müssen. Vielen Dank auch dir. So, ich habe erstmal genug Fragen gestellt, ihr seid dran. Haben wir denn eine Person, die den oder die Eisbrecherin macht? Also, die letzte Frage heute ist wahrscheinlich, wird heute Niklas Füllkrug seine Verlängerung eventuell wieder auf Transferfest bekannt geben? Alle bei Werder natürlich versuchen, Niklas mit unseren Argumenten davon zu überzeugen, hier auch weiter Fußball zu spielen. Und ja, trotzdem kann ich das auch nicht verstehen. Ja, Ole, ich habe eine Frage an dich. Und zwar haben wir jetzt diese wirklich viele Auswahl im Mittelfeld gehabt, und das immer noch. Und mich würde persönlich interessieren, was die Vorbereitung von spezifischen Erbogischen in Russland für den Tor. Einer meiner Lieblingsspieler. Und ich freue mich, wenn auch die Kamera dabei ist. Ja, Manu ist ein Spieler, der, glaube ich, im letzten Jahr immer wieder auch durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Der auch ja, seine Attribute natürlich total mit einbringt, was Laufstärke angeht, was Zweikampfverhalten angeht. Und für den es, glaube ich, jetzt insgesamt erstmal wichtig ist, ja, wieder zu spielen, wieder auf dem Platz zu stehen. Das ist natürlich bei uns dann immer so, dass es ja auch eine große Konkurrenz gibt. Ein Vorteil für ihn ist sicherlich, dass er auf vielen Positionen spielen kann. Nachteil ist der, dass auch André uns gezeigt hat, dass sie es können, auf den Positionen, auf die ganz am Einsatz kommt. Und insofern, ja, lassen wir uns mal überraschen, welche Rolle er dann spielt. Aber ich glaube, wichtig ist für Manu insgesamt wieder ins Spiel zu kommen. Und da werden wir dann gemeinsam bewerten, wie die Konkurrenzsituation bei uns ist, wie die Chancen auch bei uns aussehen. Und dann wird man sehen, welche Rolle er spielt. Ja, gut ist ja, dass es viele gibt, die Zeitung lesen, trotzdem stimmt ja nicht immer alles, was da steht. Bei Nick ist es so, dass er sicherlich einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat. Ist hier als jemand weggegangen, der da wenig Spielpraxis hatte, der aber auch einfach noch nicht so weit war, wenn man es ja, auf dem Trainingsplatz gesehen hat, im Testspiel gesehen hat. Und der jetzt einfach einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat in Elversberg, wo man einfach sieht, wie gut es jemandem tut, mal eine ganze Saison zu spielen und in einer anderen Rolle auch zu sein. Und der jetzt von der Körperlichkeit, vom Spieltempo ganz anders mithalten kann. Ich glaube, auch wenn man die Testspiele der letzten Sommervorbereitung mit denen dieser Sommervorbereitung vergleicht, sieht man, dass er deutlich einen Schritt weiter ist. Und ähnlich wie es gerade bei Mario gesagt hat, ist es natürlich für einen Spieler, für einen Verein immer wichtig, im klaren Austausch zu sein, welche Rolle kann ein Spieler haben, welche Spieler spielen noch auf der Position. Wenn ich jetzt über mich spreche, als jemand, der wahrscheinlich eine hängende Spitze spielen kann, der ein offensives Mittelfeld spielen kann, der auch gestern vorne drin einen guten Job gemacht hat im ersten Spiel in Straßburg. Es ist einfach wichtig zu schauen, welche Spieler spielt er noch, welche Rolle kann der Spieler einnehmen, wie kann er vielleicht auch ja, zur Spielzeit kommen. Und dann muss man solche Schritte gemeinsam entscheiden. Natürlich spielen auch wirtschaftliche Dinge immer eine Rolle. Aber erstmal ist es so, dass wir mit dem Plan und dass wir lieber auch zutrauen, eine andere Rolle zu spielen als in der letzten Saison, nämlich auch mehr auf dem Platz zu stehen. Ja, das werden wir abwarten, wie sich dann Dinge weiterentwickeln. Aber erstmal ist es so, dass er ein Schritt weiter ist und er sicherlich auch selbstbewusster auftreten kann, was das Thema Spielzeit angeht, als es in der letzten Saison dann aufgrund seines Leistungsvermögens kommt. Weitere Fragen? Hallo, hallo.
Frage an Ole, was versprichst du dir von Cater? Ja gut, Nabi ist jemand, der natürlich auf absolutem Top-Niveau spielen kann und zwar ja, wirklich in allen Ligen, in allen Mannschaften, glaube ich, eine gute Rolle spielen kann und ist bei ihm die Aufgabe, dass wir ihn wieder in Rhythmus bringen, wo er regelmäßig spielt, wo er gesund bleibt, gesund wird und das ist unsere Hauptaufgabe, glaube ich, gemeinsam spielt der Spieler eine Rolle, spielt alle Leute drumherum eine Rolle. Wenn er das tut, ist er sicherlich jemand, der uns diese Erfahrung und Qualität geben kann, die er nach der Station schon gezeigt hat. Ungemein ballsicherer, intelligenter Spieler, gute Intensität, auch wenn es ums Verteidigen geht. Und deshalb, ja, wollen wir ihn fit kriegen, wollen wir ihn im Rhythmus kriegen und dann wird er eine klare Verstärkung kosten. Moin Ole. Moin. Sollte nachher Füllkrug unterschreiben, ist dann die 3-4-3-Formation dein Favorit? Das hat nicht direkt was mit Fülle zu tun, auch wenn 3-4-3 spielen, 3-5-2 spielen, weil da noch eine andere Grundordnung dazu kommt. Ich glaube, es ist wichtig für uns, auch einfach für den Kopf, für die Spieler, nochmal wieder neue Dinge kennenzulernen und sich ein Stück auch zu erweitern in den Möglichkeiten, die man hat, personell aufzustellen. Ich glaube, das ja, für uns ein Vorteil sein kann, vielleicht dann eher mit, je nachdem, wie man sieht, 3 Stürmern, aber manchmal vielleicht auch eher mit 4 zentralen Mittelfeldspielern zu spielen, das einfach andere Laufen, andere Passmöglichkeiten. Darum geht es ein Stück weit. Das hat uns weniger was mit einzelnen Personen zu tun. Die klaren Favoriten haben wir da auch noch nicht, sondern es wird sicherlich was sein, einfach Spieltag für Spieltag zu entscheiden. Welche Spieler möchte man auf dem Platz haben? Was bietet der Gegner auch für Räume an und womit fühlt man sich dann insgesamt wohl? Ja, ich habe mal eine Frage an beide Trainer zum Thema Heimspiele. Thomas, als erstes mal, wir haben ja letzte Saison schon mal ein Heimspiel der Frauen im Stadion gehabt. Ich denke, das war für alle ein großes Ding. Ist da noch was geplant in der nächsten Saison? Ist das wieder so, dass wir solche Events hier haben? Ich denke mal auch, für eure Heimbilanz wäre das super. Ja, ich kann da gleich antworten. Als erstes muss ich sagen, wir fühlen uns natürlich auch auf Platz 11 sehr wohl, wenn das Flutlicht an ist. Und wir bitten euch dann zahlreich auch zu uns zu kommen, sich das mal anzugucken und zu sehen, wie diese Mannschaft arbeitet auf dem Platz. Und das ist ja in der letzten Saison auch ganz schön gewachsen. Wir haben einen super Zuspruch gehabt. Und wenn sich das dann füllt, die Ultras waren da, viele von euch waren da, das ist dann eben auch ein weiteres Ereignis, was man als Werder-Fan gut mal mitnehmen kann, sich angucken kann. Die Spielerinnen werden es euch danken. Ja, und was das Spiel im Stadion betrifft, ich glaube, im Laufe des Tages werden andere Leute noch was dazu sagen. Ich glaube, da war noch eine zweite Frage zu Heimspielen. Genau, ja, da bin ich mal gespannt. Ja, Ole, das Thema Heimspiele, letzte Saison war ja nicht so überragend, die Heimspielbilanz. Gibt es da einen neuen Plan, eine neue Herangehensweise für die kommende Saison, um wieder so eine, ja, Power aufzubauen hier im Stadion, bessere Bilanz rauszuhauen als letztes Jahr? Ja, wenn es so einfach wäre, dass man jetzt in die Rückwärtsrhythmus einpackt, drückt nach vorwärts und dann gewinnt man die Spiele, dann hätten wir es längst gemacht. Ich glaube, solche Dinge sind manchmal nicht so im letzten Detail auch zu ergründen, warum du auswärts, glaube dann in der letzten Saison 2 Punkte mehr geholt hast als zu Hause. Ich glaube, es ist schon einfach wichtig zu wissen, dass wir unheimlich gerne hier spielen im Stadion, laut die Unterstützung, die wir von den Rängen bekommen, als total positiv wahrnehmen, als eine totale Unterstützung wahrnehmen als ganze Mannschaft und man sich tatsächlich auf jedes Spiel hier im Stadion auch freut. Also es gibt kaum für mich ein stimmungsvolleres, lauteres Stadion als das Weserstadion, obwohl es einmal vielleicht sogar größer ist. Aber das ist schon eine besondere Atmosphäre, die wir haben und es ist halt schade, dass wir es nicht geschafft haben, daraus mehr Kapital zu schlagen. Ein Ansatzpunkt ist sicherlich der, das gab es auch zu sehen, glaube ich, in einem oder anderen Heimspiel, dass du hier zu Hause natürlich auch immer was Besonderes zeigen willst und vielleicht auch in dem einen oder anderen Spiel den offensiven Gedanken noch mehr im Kopf hattest, als du es vielleicht auswärts hast, wo du sofort weißt, erstmal musst du gut verteidigen, erstmal musst du gut gegen den Ball arbeiten, du musst gucken, dass du hinten weniger zulässt. Und ich glaube, wir haben hier in dem einen oder anderen Heimspiel, ich denke an Hoffenheim, ich denke an Freiburg, ich denke an Mainz, Hinspiel, einfach in Phasen, in denen wir eigentlich relativ gut
drin waren, ein Stück weit die Kontrolle verloren, ein bisschen zu offen gespielt und sind dann in Rückstand geraten, in einer Situation, die es nicht sein muss. Und ich glaube eher in der Intention, sehr, sehr offensiv zu denken und sehr viel auch zu versuchen, nach vorne zu spielen, sind wir dann in Rückstand geraten und hätten, glaube ich, dann speziell in diesen drei Heimspielen, glaube ich, auch mehr Punkte holen können, wenn wir ruhiger bleiben, kontrollierter bleiben, vielleicht erstmal diesen Gedanken auch haben, wirklich gut zu stehen, in der Arbeit gegen den Ball eine Grundlage für Punkte zu nehmen. Und ich glaube, dann würden wir darüber anders sprechen. Das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt schon für die neue Saison, auch hier zu Hause kontrollierter aufzutreten, ähnlich wie wir es dann auch auswärts tun. Jetzt auch so langsam zu unseren letzten Fragen. Also wenn ihr was stellen wollt, dann meldet euch am besten jetzt gleich. Aber erstmal haben wir hier vorne. Moin, Ole. Moin. Wann kommt denn der lange Sinte Sechser? Ja, erstmal ist mir bei dem ganzen Thema eine Sache wichtig. Und am Ende des Tages wird da immer viel über eine Position geredet und am Ende des Tages haben trotzdem die Spieler, die in den letzten Jahren oder in den letzten beiden Jahren jetzt hier waren, auch dafür gesorgt, dass wir wieder erste Liga spielen. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass wir wieder, dass wir in der Liga geblieben sind. Da haben alle ihren Anteil bei und ich glaube, das ist auch mal wichtig zu beobachten und ich glaube, es ist auch mal ganz gut, wenn man vielleicht mal die Stadtgrenzen verlässt und vielleicht da mal fragt, wie diese Spieler gesehen werden. Und dann ist es halt, wird man auch feststellen, dass nicht jeder jetzt nur sagt, das sind Spieler, die, die einen schlechten Job gemacht haben, sondern der eine oder andere auch sagt, die spielen gut und die haben ihren Teil eben zum Erfolg der Mannschaft auch in den letzten Jahren beigetragen. Trotzdem ist es so, dass es eine Position ist, auf der wir uns nach Verstärkung umschauen und da auch offen für sind, neue Elemente mit reinzubringen und zu verbessern. Am Ende wird es immer eine Mischung daraus sein, mit den Spielern, die da sind, zu arbeiten, die entsprechend weiterzuentwickeln und trotzdem auch die Augen offen zu haben für Neuverpflichtungen. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, wie gesagt, immer auch einen sachlichen Blick hat und selbst wenn der eine oder andere vielleicht mal ein schlechtes Spiel gemacht hat oder auch mal zwei, drei nach Rad, es ist trotzdem auch gut, wenn man im vierten Spiel anerkennt, dass er dann vielleicht auch eine gute Leistung gezeigt hat. Und ich glaube, da können wir uns auch alle gemeinsam verbessern. Vorzubereiten und weiterzuentwickeln, ist immer die Hauptaufgabe und trotzdem guckt man natürlich nach Neuverpflichtungen. Ich habe es ja gerade schon so am Eingangs gesagt, als ich über die Vorbereitung gesprochen habe, natürlich sind wir noch nicht auf allen Positionen so besetzt, wie wir das gerne wollen. Und dann glaube ich speziell auf den Außenbahnen, haben wir jetzt viel ausprobieren müssen in der Vorbereitung, viel auch hin und her schieben müssen und da ist sicherlich wichtig, dass noch Spieler dazukommen und werden. Moin Thomas, ich habe mal eine Frage an dich. Wie stark schätzt du die beiden Aufsteiger ein und wie schätzt du unsere Chancen ein, in der ersten Liga zu bleiben? Ja, hallo, grüß dich. Die beiden Aufsteiger sind unterschiedlich zu bewerten. RB Leipzig, das kennt man aus der Männerbundesliga, kann kein normaler Aufsteiger sein mit dem finanziellen Background, den sie haben. Von daher ist das eine Mannschaft, der man ziemlich viel zutrauen kann, was man auch anhand der Neubestückung sehen kann. Das ist eine Mannschaft, der ich durchaus zutraue, den Klassenerhalt zu schaffen. Beim FC Nürnberg ist das etwas anders. Das ist, würde ich sagen, ein normaler Aufsteiger. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern ein normaler Aufsteiger. Eine kleine Wundertüte für uns. Wir werden uns sie angucken, weil wir ja gleich am ersten Spieltag auch gegen sie spielen. Das kann ich schlecht beurteilen, aber das ist dann ein normaler Aufsteiger und ein nicht normaler Aufsteiger. Ja, zu uns muss man sagen, natürlich sind wir wieder guter Dinge und unser Saisonziel ist ja, das habe ich auch schon gesagt, etwas übergeordnet. Wir wollen Werder Bremen in der Frauenbundesliga dauerhaft etablieren, idealerweise. Das ist etwas schwer in einer 12er-Liga, wo dann schon zwei absteigen und von daher wir sind jetzt im vierten Jahr in Folge dabei und wollen das auch im nächsten Jahr tun. Und ich glaube, unsere Chancen sind nicht schlechter als letztes Jahr, um es mal so auszudrücken. Von daher bin ich gut aufgerufen. Ja, hallo Ole.
Ich kann mich gut daran erinnern, es kam der viele Anfang, es kam der viele Anfang und das war der Anfang vom Ende und dann kamst du als Glücksgriff. Wir lieben dich, wir lügen dich. Wie lange bleibst du im Leben? Wir wollen dich für unsere Belage halten. Auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, das freut mich trotzdem zu hören. Ja, am Ende werde ich versuchen, hier so lange wie möglich einen guten Job zu machen, die Spieler besser zu machen, eine Mannschaft weiterzuentwickeln, mit dem Verein das Maximum aus seinen Möglichkeiten rauszuholen. Das ist das, was ich jeden Tag versuche, gemeinsam mit meinem Trainerteam, gemeinsam mit allen Spielern. Dem ordnen wir alles unter und dann hoffen wir, dass es möglichst lange auch so kommt. Am Ende musst du dann vielleicht zur richtigen Zeit nochmal zum Sportdirektor gehen. Da nochmal vorsprechen. Ich weiß auch, wie diese Sachen im Fußball laufen. Aber am Ende ist es trotzdem so wie ich es gesagt habe. Wir sind unheimlich gerne hier. Wir arbeiten hier gerne nicht, weil immer alles rosig ist und weil wir uns immer alle in den Arm nehmen und alles nur nett, sondern weil man hier wirklich in den letzten Jahren, glaube ich, sehr konstruktiv gearbeitet hat, auch kritisch miteinander war, immer wieder auch trotzdem gemeinsam gute Lösungen für den Verein gefunden hat, sowohl in der zweiten Liga als auch in der letzten Saison, die nicht einfach war. Und solange das in der Zukunft dann auch so ist, hoffe ich möglichst lange hier zu sein und darauf arbeiten wir jeden Tag. Ohne letzte Frage von dir. Wie würdest du jetzt die letzten zwei Jahre passen? Du kamst im Scherbenhaufen, wo wir in der zweiten Liga waren, nach Anfangsende und hast uns wieder dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und da auch von meiner Seite her 1000 Dank. Du warst einfach in der zweiten Liga, bist du gleich eingeschlagen, eine Bombe. Und wie würdest du es jetzt mit passen? Zweite Liga und letzte Saison war ja auch ziemlich schwer. Ich glaube, dass ich auch zum Zeitpunkt gekommen bin, als halt auch viele Dinge auf den Weg gebracht wurden, schon vorher, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, dass insgesamt natürlich in der zweiten Liga-Saison, ich war nicht dabei, also erkläre ich mir, dass natürlich auch ein schwerer Transfersommer war, wo ganz, ganz spät noch Spieler den Club verlassen haben, neu dazugekommen sind und dann vieles sich stabilisiert hatte, auch zu der Zeit, als ich mit meinem Trainerteam dazugekommen bin. Und wir haben dann in der zweiten Liga sicherlich als Favorit die Spiele bestreiten müssen, im Endeffekt uns erstmal wieder rankämpfen müssen, aber haben dann, glaube ich, doch am Ende des Tages auch verdienten Aufstieg geschafft. Und letztes Jahr waren es natürlich andere Vorzeichen, nämlich in einem sehr starken Umfeld, in einer sehr starken Liga sich wieder zu behaupten, sich wieder durchzusetzen. Ich glaube, wichtig war für uns, dass wir grundsätzlich unserer Linie treu geblieben sind, nach vorne zu spielen, offensiv zu spielen. Und das wollen wir uns auch weiter offen halten und dann werden wir sicherlich auch in den nächsten Jahren erfolgreich sein. So, es wurde ja gerade gesagt, das ist die letzte Frage von dir, aber das ist nicht nur die letzte Frage von dir, sondern das war tatsächlich auch die letzte Frage an diesen Trainer-Talks. Vielen Dank dafür, dass ihr so interessante Fragen gestellt habt. Vielen Dank, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag. Genießt es. Danke. Wenn man danke. Hier schon über den Platz guckt, also die Menge an Menschen, die hier ist, das ist, glaube ich, jetzt schon sehr überwältigend. Lasst uns einen schönen gemeinsamen Tag haben. Vielen Dank noch für den schönen Tag.